Hallo YouTube und Anime-Freunde da draußen. Heute packen wir den Anime Puella Magi Madoka Magical Rebellion, der Film, aus. Das ist, glaube ich, der dritte Film, wobei die ersten zwei Filme nur die komplette Serie zusammengefasst haben. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an Universum Anime bzw. die Pressestelle von Universum Anime für das Rezensionsexemplar. Ja, die Serie gibt es auf DVD und Blu-ray. Die Blu-ray ist, glaube ich, im Dezember erschienen. Ich werde euch mal die Links zu der Serie in der Beschreibung verlinken, wie auch zu diesem Film hier. Ja, der Film erscheint in dieser Special Edition auf DVD und Blu-ray. Und das ist ein schöner Schuber, wie ich finde. Und ja, das packen wir jetzt aus und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Die Serie ist eine Magical-Serie, die sehr düster ist, also nicht zu vergleichen mit Sailor Moon, sondern da sterben auch Charaktere, zumindest in der Serie, wie das jetzt hier ist, kann ich euch nicht sagen. So wie ich gelesen habe, ist der Film ja sehr anders als man denkt. Also Happy Ends sehen wohl anders aus, aber ich bin gespannt drauf. Soll auch sehr verwirrend sein. Ist ab 12 Jahren freigegeben und ja, da steht: Nachdem Madoka die Magical Girls von ihren Schicksal als bösartigen Hexen zu Ende bewahren konnte, scheint zunächst alles idyllisch und perfekt. Doch bald zeigen sich, dass der Friede nur von kurzer Dauer ist. Ja, der Film hat eine Laufzeit von 112 Minuten, extra sind 10 Minuten. Bildformat ist 1,78,1 oder 16 zu 9. Ton ist Dolby Digital 5.1. Sprachen haben wir hier Deutsch und Japanisch. Also für Freunde, die deutsche Synchro nicht mögen, gibt es auch die japanische Original. Wobei die deutsche Synchro von Madoka echt gut ist. Und ja, Regionalcode 2 und Untertitel Deutsch. Wie gesagt, das Ganze wird von Universum Film bzw. Universum Anime vertrieben. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Da ist ein Booklet mit 44 Seiten bei. Dann haben wir noch ein Textlex Opening und Ending Trailer als Bonus. So. So sieht der Schuber aus. Sehr schön, anderes Cover, was ich auch sehr schön finde. So sieht es dann auch von der hinteren Seite aus. Wir haben natürlich ein Wendecover. Oh, die Disc sieht auch cool aus. Also ein Wendecover, was ich sehr gut finde. Also man muss Universum Anime sowieso immer loben. Wir machen eigentlich immer Wendecover. Immer eine sehr gute, erstklassige deutsche Synchro. Da können sich andere eine Scheibe abschneiden. Leider sehe ich gerade, dass meine Hülle ein bisschen beschädigt ist. Das ist wahrscheinlich, wo die Disc dran ist. So sieht die Disc aus. Sie sieht richtig cool aus. Was ich an Madoka liebe, ist, dass Madoka... Ja, es ist von der Spindel hier. Das ist nicht so schlimm. Dass Madoka Märchen, also richtige Märchen, in die Serie mit einpackt. Und das alles düster. Das hat mir immer in der Serie gut gefallen. Und ja, das Booklet hat auch ein sehr schönes Motiv. In Japan gibt es übrigens ein PSP-Spiel und ein PS Vita-Spiel. Das PS Vita-Spiel will ich mir auf jeden Fall mal holen. Das ist so ein Action-Game. Und ja, ich kann Madoka die Serie auf jeden Fall empfehlen. Bei dem Film kann ich noch kein Urteil machen, aber den werde ich mir angucken und dazu ein Review später bringen. Ihr wisst, ich mache nicht sehr viele Reviews, aber wenn ich schon was kriege von Universum Anime, dann mache ich auch ein Review dazu natürlich. Und die Zusammenarbeit ist immer super gewesen. Und deswegen kommt auch ein Review dazu. Ja, ein sehr schönes Booklet. Mit Interviews. Mit schönen Bildern. Wenn ihr den Film schon habt, könnt ihr mir ja mal sagen, wie eure ersten Eindrücke sind. Ob er ein guter Abschluss zu der Serie ist. Und ob ihr das Ende verstanden habt, das soll ja sehr, sehr speziell sein. Also jeder hat ja eine eigene Meinung, wie das Ende gemeint ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Film und bedanke mich schon mal ganz herzlich an Universum Anime und natürlich an euch, meinen Zuschauern, dass ihr euch Zeit für mein neues Video genommen habt. Ich würde mich sehr über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Und ja, das war's dann von mir. Bis zum nächsten Video. Bis bald. Tschüss.